McLaren konnte bisher 2 Fahrertitel und 2 Konstrukteurstitel gewinnen. Und das in der ersten sowie in der dritten Saison. In der zweiten Saison konnte man Platz 5 holen. Wie schon erwähnt, konnte man letzte Saison beide Titel holen. Man hatte viele Podestplätze und eine sehr gute Fahrerpaarung und dazu kamen noch wenig Probleme. Maxi 06 ist ein Newcomer und er möchte natürlich im Weltmeisterteam direkt sein Talent zeigen und um viele Punkte, wenn es geht sogar um Podeste, fighten. Berserker wurde letzte Saison 15. und kommt von Team Williams. Sein bestes Ergebnis war ein 6. Platz. Das Ziel ist es, so viele Punkte wie möglich zu holen. Man erwartet nicht gleich die Titelverteidigung, aber ein Top-4-Ergebnis sollte drin sein. Williams konnte bisher noch keinen einzigen Titel holen. In der allerersten Saison holte man Platz 6 und das konnte man sogar in Saison 2 wiederholen. In der abgelaufenen Saison wurde man letzte Saison 2. Man hatte einen sehr starken Start, hatte so gut wie keine Probleme, aber ein Fahrerwechsel hat ein bisschen Unruhe ins Team gebracht. Quizzy ist auch ein Newcomer, so wie in vielen Teams eigentlich. Er will natürlich sein Talent zeigen und viele Punkte holen. Shark wurde letzte Saison 10. und kommt vom Team Mercedes. Er konnte letzte Saison einen Sieg feiern. Das Ziel ist es, um Podeste und viele Punkte zu fighten. Wenn das gelingt, ist ein Top-3-Ergebnis drin. Renault konnte noch keinen einzigen Titel holen. In der ersten Saison konnte man Platz 7 holen, in der abgelaufenen Saison und in der Saison 2 konnte man jeweils Platz 3 holen. Man war lange mit im Titelkampf drin. Das Problem ist, dass das zweite Fahrzeug bei Renault nicht so viele Punkte geholt hat. Man konnte aber oft einen Sieg holen. Martini LPS wurde letzte Saison 25. und kommt vom Team Racing Point. Einmal ein 4. Platz war sein bestes Saisonergebnis. Power of 1014 konnte den 30. Platz der letzten Saison holen und kommt von Haas. Ein 8. Platz war sein bestes Ergebnis. Das Ziel ist es, das Fahrverhalten zu verbessern, was man in den Testfahrten gesehen hat. Wenn man das hinkriegt, ist vielleicht Platz 7 noch drin. Mercedes konnte bisher noch keinen einzigen Titel holen. In der allerersten Saison wurde man 3. In der zweiten Saison wurde man 2. Man hoffte sich mit der 3. Saison, um den Titel zu fahren. Das wurde leider nichts. Das Team konnte letzte Saison Platz 4 holen. Man hatte einen schlechten Start, aber ein starkes Ende, was am Ende noch Platz 4 holte. Man konnte oft um Podeste kämpfen. Tobi 16 ist der Vizemeister der letzten Saison und kommt vom Team Renault. Zweimal konnte er laut Statistik einen Sieg holen. Pfütze 66 oder 66 Pfütze wurde letzte Saison 2., aber in Liga 2. Er konnte 4-mal ein Rennen in der Liga 2 gewinnen. Das Ziel ist es, vorne mitzukämpfen und sich wieder unter die Top 3 zu verbessern. Wenn es geht, will man sogar um den Titel kämpfen. Ferrari konnte bisher einen Fahrertitel und einen Konstrukteurstitel gewinnen. In der ersten Saison wurde man 2. und man scheiterte am Titel. In der zweiten Saison konnte man dann beide Titel holen. In der letzten Saison konnte man nur Platz 5 holen. Man hatte keine Chance, den Titel zu fighten. Man konnte aber regelmäßig Punkte holen und am Ende wurde man von Mercedes leider noch überholt. Neo Force ist der aktuelle Weltmeister und kommt von Team McLaren. Letzte Saison, laut Statistik, konnte er 2 Siege feiern. Novi 90 wurde letzte Saison 3. und kommt ebenfalls von McLaren. Er konnte keinen Sieg feiern, aber 2-mal einen 2. Platz holen. Das Ziel ist es, vorne mitzukämpfen und mindestens einen Titel wieder nach Italien zu holen. Wir werden sehen, ob das möglich ist.
AlphaTauri konnte bisher keinen einzigen Titel holen. In der ersten Saison wurde man 9. In der zweiten Saison wurde man 8. In der abgelaufenen Saison konnte man sich Gott sei Dank verbessern und am Ende wurde man 6. Man hatte eine durchschnittliche Saison, aber mit Fahrerwechseln, die Unruhe ins Team gebracht haben. Solution ist ein Newcomer und will natürlich direkt sein Talent zeigen und so viele Punkte und wenn es geht sogar Podeste oder Siege holen. Norris wurde letzte Saison 26. und kommt vom Team Red Bull. Letzte Saison konnte er als bestes Ergebnis einmal einen 8. Platz holen. Das Ziel ist es erstmal, die Fahrer sich ans Team gewöhnen zu lassen. Wenn man die Gewöhnung hinter sich hat, will man am besten noch Platz 7 holen. Racing Point konnte noch keinen Titel holen. In der ersten Saison wurde man 8., in der zweiten Saison wurde man nur 9. Zum Glück konnte man letzte Saison einen Schritt in die richtige Richtung machen und man wurde 7. Man hatte eine Mittelfeldsaison. In der Mitte war man extrem stark, aber der Abstand nach vorne und nach hinten war zu groß, um irgendwelche Plätze noch gut zu machen. Baroni wurde letzte Saison 7. und kommt vom Team Williams. Er konnte letzte Saison einen Sieg feiern. Loris wurde letzte Saison 12. und kommt vom Team Mercedes. Er konnte 3-mal einen 3. Platz als bestes Ergebnis holen. Das Ziel ist es, die Lücke nach vorn zu schließen und wenn es geht, unter die Top 5 zu kommen. Man möchte so oft wie möglich überraschen. Red Bull konnte noch keinen einzigen Titel holen. In der ersten Saison wurde man 6., in der zweiten Saison wurde man auch 6. Deswegen ist man froh, dass man letzte Saison nicht 6. geworden ist, sondern auf Platz 8 der Teamwertung. Man hat eigentlich gesagt, endlich ist man nicht 6., aber durch viele Fahrerwechsel hat man Probleme. Aber die Ersatzfahrer, die das Team dann unterstützten, waren sehr gut. Vettel wurde letzte Saison 18. und kommt vom Team Ferrari. Er konnte 2-mal einen 6. Platz holen. Skipper wurde letzte Saison 35. und bleibt im Team. Er konnte 1-mal in die Punkte fahren und das mit Platz 10. Das Ziel ist es, wieder nicht abzurutschen, sondern mehr im Blick nach vorne. Man möchte sich langsam steigern und zwar auf Platz 7. Haas konnte ebenfalls noch keinen Titel holen. In der ersten Saison war man sehr gut unterwegs mit Platz 4 und das konnte man in der Saison 2 wiederholen. Leider war die letzte Saison nicht so gut und man ist auf den 9. Platz zurückgefallen. Man hatte Fahrerwechsel, fehlende Pace und eine schlechte Zuverlässigkeit, was natürlich nicht hilft, eine bessere Saison hinzulegen. Fossetti ist ein Newcomer und er möchte natürlich direkt sein Talent in dem amerikanischen Team zeigen. Pluto 54 ist ebenfalls ein Newcomer und damit ist Haas das einzige Team, das auf 2 Newcomer setzt. Auch er möchte sein Talent unter Beweis stellen. Das Ziel ist es, die Fahrer sich eingewöhnen zu lassen in die Formel 1 und in das neue Team. Und wenn es geht, so viele Punkte wie möglich holen. Alfa Romeo Racing konnte ebenfalls noch keinen Titel holen, wie alle Teams außer Ferrari und McLaren. In der ersten Saison konnte man Platz 5 holen, in der zweiten Saison Platz 7. Man war aber letzte Saison überhaupt nicht konkurrenzfähig und man war auf Platz 10 zurückgefallen. Der Wagen war einfach viel zu langsam und die Zuverlässigkeit war auch richtig schlecht. Kilyominato wurde letzte Saison 1. in der Liga 2 mit ganzen 9 Siegen. Natürlich will er dann direkt in der Liga 1 zeigen, was mit ihm zu rechnen ist. Captain Marcello ist ein Newcomer und will natürlich direkt auch sein Talent in der Formel 1 zeigen. Wir werden sehen, ob er es zeigen kann. Das Ziel ist es auch, wie die meisten Newcomer, erstmal die Fahrer eingewöhnen zu lassen. Man will natürlich nicht nochmal 6. werden. Das ist das Hauptziel des Teams.